Hallöchen zur nächsten Mod-Vorstellung. Ja, heute haben wir hier einen, tja, wie soll man das jetzt nennen? Eine Raupe, würde ich sagen. Die Raupe ist in der Version 1.5 und hat einen Modgröße von 63 Megabyte. So sieht er aus. Steht einiges drin, was man so machen kann. Hört sich auch nicht schlecht an im Motorensound. Wird allerdings nicht gleich los, da müsst ihr ein bisschen warten, bis die endlich die Kraft hat. So sieht es zumindest aus. Aber so finde ich die Textur eigentlich ziemlich gut gelungen, muss ich sagen. Genau. Hat 150 PS Standard, 40 km/h. Designfarbe kann man ändern. Zum Beispiel in einem Gelb, das ist dann das gelbe Führerhaus da hinten. Und der Motorblock kann man auch auswählen. Dann könnt ihr das auch noch auf Gelb färben oder in Rot oder in Grün oder was ihr auch immer wollt. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal komplett blau das Ding. Also Designfarbe, wie gesagt, ist das Häuschen hinten drauf. Und ja, das war jetzt nicht die richtige Farbe. Das war klar. Okay, so, jetzt passt. So, so sieht er jetzt aus. Design könnt ihr noch umstellen mit dem alten Motorblock offen. Dann haben wir zu und mit anderer Frontgrill. Ihr seht hier zu und ein bisschen offener an der Frontgrill und wieder zu, je nachdem, wie ihr es haben wollt. Motorblock, wenn er offen ist, habt ihr einen neuen Motor drin, wie es aussieht, oder den alten Motor, je nachdem, wie ihr es gerne haben wollt. Und gut, hüpfen wir mal in die Kiste rein, beziehungsweise kaufen muss. Da dauert das ein bisschen. Also, sie stand beim ersten Test nicht gleich hier. Es hat ein bisschen gedauert, aber so sieht er jetzt aus. Es wackelt hier manchmal auch, wenn man hier ein bisschen hinlauft. Ihr seht, die, ja, wie soll ich sagen, die Kette wackelt immer ein bisschen. Ihr seht dann, also ein bisschen wie, warum auch immer. Hinten sieht er so aus. Genau. So. Auch hier ist ISI verbaut. So, zack, kann man reinspringen in die Maschine. Jetzt sitzt man hier drin. Kann man die Tür dort schließen. Hier kann man die Türe auch aufmachen. Ah, ihr seht auch, man kann drüben einsteigen, man kann hier einsteigen, wie ihr das halt auch wollt. Ist euch überlassen. Hier kann man dann nichts mehr machen. Am Dach selber geht auch nichts mehr. Genau. So, gucken wir mal, was sonst noch geht. Eine Hupe funktioniert auch, sonst geht hier nichts mehr. Dann würde ich sagen, lassen wir mal den Motor an und jetzt passt auf. Ich sage euch, wenn ich losfahren kann. So, ich drücke jetzt mal auf Start. Aber es passiert noch nichts. Er startet noch nicht. Er läuft zwar. Aber jetzt fährt sie los. Es dauert also ein bisschen beim Losfahren. Lüfter dreht sich vorne. Schöner ordentlicher Sound. Was ich halt auch schön finde, dass es in der Kette so gut funktioniert. Füße werden nicht gedrückt, aber das Pedal bewegt sich. Lüfter dreht sich hier vorne auch, ihr seht. Keinen Hebesound verfügbar. Das tut nicht. Es geht auch die Antriebswelle nicht an das Gerät hin. Genau. Vorne hat er keinen hinten dran, also ein bisschen entgegenfahren. Es quietscht auch die Kette. Gehen wir ein bisschen rein. Sie fährt 20 km/h, fährt sie. Ihr seht auch, wenn ich jetzt mich umdrehe, dass die äußerste Kette sich dreht und die innere.
So schaltet es sich dann auch ab. Auch eine feine Sache. Jetzt gucken wir mal, wie sich das Ding in der Dunkelheit gibt. Es sind ja auch ein paar Lampen extra verbaut. Wir werden das gleich mal sehen. So, machen wir einmal Licht an. Dann habt ihr hier zwei Lampen. Hinten Rückstrahler habt ihr noch nicht an. Zweimal Lampe. So sieht es dann aus. Beim dritten Mal gehen die oberen an und dann beim vierten Mal gehen wieder alle aus. Blinker. Funktioniert vorne, funktioniert auch hinten, haben wir es gerade gesehen. Vorne hier wieder auf der anderen Seite. Warnblinker funktioniert natürlich dann auch. So, innen drin geht die Beleuchtung hier vom Display an oder von den Anzeigen. Und wir haben auch hier eine Anzeige, irgendwie eine Beleuchtung hier. Ihr seht, jetzt ist hell worden. Aber ich vermute mal, dass die Beleuchtung, wo er innen rein, von außen rein kommt. Lassen wir mal den Motor an, was beleuchtet sich. Nö. Zeiger gehen aber. Zeiger sind wohl funktionell. Ich fahre mal noch ein paar Meter. Ja, Zeiger funktionieren. Ihr seht jetzt die Beleuchtung. Ich sag, die Füße werden nicht gedrückt, aber die Pedale laufen auf jeden Fall. Eigentlich eine feine Sache, mal was anderes. Das wäre vielleicht aber was zum Silo-Blatt fahren. So mal so am Rande oder so. Wäre interessant. Ja, gucken wir mal noch in die Logdatei rein. Da haben wir noch eine Warning drin von diesem Gerät. Sonst haben wir hier nichts. Wahrscheinlich, weil es wahrscheinlich Wave-Dateien sind. Könnte ich mir vorstellen. Keine Ahnung, warum sonst. Ja. Gut. Dobla. Das soll es mal gewesen sein. Viel Spaß mit dem Mod. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen oder Abo, Link zum Download wieder in der Beschreibung und bis zum nächsten Mal. Ciao.